Heute mit dem vierten Teil erzähle ich weiter, wie ihr den Kontakt zu den Engeln bekommt. So seid gegrüßt und lauscht, wie die Anwesenheit der Engel dich stärken und wie dein Engel dich in deinem Alltag beschützt. Wenn du dich regelmäßig mit den Engeln verbindest, wirst du mehr und mehr ihre Anwesenheit spüren und du kannst überall und an jedem Ort und Platz mit ihnen den Kontakt aufnehmen, dich mit ihnen verbinden. Du rufst sie oder deinen bestimmten Engel und sie sind sofort bei dir. Ich gratuliere dir dafür, dass du Vertrauen zu den Engeln gefunden hast. Das ist sehr gut, denn die Engel helfen dir in allen Lebenslagen. Sie besuchen dich, nicht nur an deinem heiligen Ort. Sie sind immer und zu jeder Stunde sowie Augenblicke des Tages bei dir. Warte nicht darauf, bis du eine schlechte Phase oder gar eine Krise hast, um sie zu rufen. Für die Engel ist dein Anliegen, dein Problem nie zu klein oder zu groß. Und du kannst überall einen Platz finden, um die Engel zu rufen. Auch dann, wenn du ein Problem im Haushalt, in der Schule oder im Büro hast. Auch wenn du etwas verloren oder verlegt hast. Zum Beispiel, wenn du den Haus- oder Autoschlüssel nicht findest. Die Engel sind glücklich, wenn sie helfen können. Banales gibt es bei ihnen nicht. Rufe sie einfach. Heute empfehle ich dir den Engel des Schutzes. Mit ihm kannst du deine Familie und Freunde schützen, wie auch dein Haus und dein Heim. Du kannst ihn um seinen Schutz bitten, zum Beispiel, wenn du oder deine Lieben zur Arbeit gehen, wenn Reisen bevorstehen, wie du mit dem Auto oder dem Flieger, wenn es in den Urlaub geht. Bitte sie um ihre Begleitung, gleichwohl, wohin die Wege gehen. Du wirst dich sehr entspannt und sicher fühlen, denn du weißt, dass du beschützt bist. Beim nächsten Mal werde ich näher auf den Engel des Schutzes eingehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und angenehme Zeit im wohligen Kreise der Engel. Lichtvolle Grüße, eure Diria.